war ja ein Thema, wie man zu Rohstoff oder wie man zu Tabak kommt. Und so viel ich weiss, ist ja in Menziken im Restaurant ehemalig Hotel Sterne, hat es ja dort eine Börse gegeben, was mich auch sehr überrascht hat, als ich das erste Mal gehört habe. Und da haben wir ja ein schönes Bild dazu, wo du sicher noch etwas kannst erzählen kannst zu dem. Das war die Tabakbörse. Also wenn man ja 100 Jahre oder 150 Jahre zurückgeht, kann man sich ja nicht recht vorstellen, wie überhaupt der Tabak hier in die Schweiz gekommen ist. Wie überhaupt die Fabriken und müssen die Blätter, ja, die sind ja alle vom Ausland gekommen. Man hat ja relativ in der Schweiz schon auch ein bisschen Pflanzen gehabt, aber im ganz kleinen Rahmen und nur als Beimischung vom zum Ausländischen, weil der Schweizer ist zu wenig reif geworden, weil wir einfach zu wenig Sonne hatten. Und so hat sich der ergeben, dass die verschiedenen grossen Städte, wie sagen wir zum Beispiel auch Bremen oder so, haben grosse Hallen gehabt, wo man die Tabakbörse gemacht hat. Dort sind all die verschiedenen Händler, wie man hier in der Umgebung hat man ja auch. Beuel war der Häusler, der Eichenberger war, auf der Burg oben der Bertrand Weber. Und so hat es verschiedene so Geschäftsagenten gegeben, Tabakhändler, Rohtabakhändler, die das eingekauft haben, die, die zum Teil an die Börse gegangen sind. Und da haben wir jetzt eben auf der Foto zum Beispiel ein Beispiel, wo die Tabakhändler auf Menziken gekommen sind. Weil dort zumal hat es natürlich so viele Fabriken gehabt und da hat natürlich rendiert, oder? Da haben die da grosse Ballen gehabt, respektive zum Teil auch nur Muster, die sie dabei gehabt haben, die sie gezeigt haben, wo der Fabrikant hat das können schauen, probieren. Und dann hat er können die bestellen. Und dann hat man die abgerufen von Bremen oder so, wo man dann, ja, die verarbeitet hat und gut Zigarren gemacht hat. Man hat auf dem Bild sieht man schön, wie da zwei, drei Fuhrwerke da sind, mit diesen Leuten verschieden. Eins ist der Karli von Bruck überliefert, aber man sieht nicht, respektive, man weiß nicht, welchen das genau ist. Dann Zuschauer im Restaurant, Sterne, die hier zum Fenster rausgeschaut haben, auch sicher der Chef, die Serviertöchter und auch. Und vordurch neben die verschiedenen Händler, da sieht man auch den Amrossa, der die Kutsche geführt hat, respektive der Boy, der das gedreht hat, die Tabakballen und so, die sind ja zum Teil bis 50, 100 oder noch mehr Kilo schwer gewesen, wenn sie sie verkauft haben. Aber da haben sie schon zum Grossteil nur Muster dabei gehabt.